Schnibbel die Stab und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karriere-Modus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und 1860 München. Der neue Held ist Jesus in Topform, großartig, spielt auch großartig. Ja, auf jeden Fall heute gegen den VfL Wolfsburg mit unseren Löwen. Da wollen wir natürlich auch in Wolfsburg punkten. Heiteres Wetter. Top 11 steht. Gabriel würde gern spielen von Beginn an. Er wird eingesetzt, aber nicht von Beginn an. Baumgartel nicht dabei. Schindler kommt dafür mit. Der hat momentan ein Formtief. Da möchte ich gerne switchen und rotieren. Das brauche ich dann nicht in der Kombination. Simon kommt noch mit. Adlung könnten wir noch mitnehmen. Das defensive Mittelfeld. Ach, fuck off. Das passt so. Nandes, Wanschak ist K.O. Da kann doch mal... Na, Wanschak spielt trotzdem. Scheiß drauf. Der ist zu geil, als ob ich den nicht spielen lassen würde. Vulay heute von Beginn an ran. Gabriel kommt wahrscheinlich wieder von der Bank. Vielleicht sollten wir auch mal rotieren und darüber nachdenken, das zu tun. Wir springen rein in die Partie. Der VfL Wolfsburg empfängt TSV 1860 München. Wir mit 6 Spielen, 5 Siege. Das ist echt ein richtig starker Start in die Saison. Vor allem nur ein Gegentor. Das ist schon richtig bitter in 6 Spielen. Lang und Papp machen das sehr gut. Kötze dann auf links. Das ist auch ein Top-Verteidiger von uns. Und natürlich Dragowski hinten. Carlos Astres kenne ich nicht. Marcel Risse, okay. Den Transfer fand ich jetzt nicht so klug von Wolfsburg. Unsere Aufstellung. Man sollte sie kennen. Bilal wieder dabei. Mal schauen, ob es ihm was wird in den 2 Jahren. Sané wird auf jeden Fall gehalten am Ende der Saison. Sollte er bei uns im Kader stehen. 1860, Spieler am Fokus. Sané, die meisten Torvorlagen. Hövedis interessanterweise am Platz 2. Da ist noch Nefkara mit 3. Think Blue. Heute wieder defensiv ran, auswärts gegen Wolfsburg, die müssen punkten, wenn sie oben mitspielen wollen. Bei uns ist das defensiver Fußball heute wieder. Manschak, oh, ich werde allein gelassen, ich darf laufen, la la la. Oh ja. Na, das dauert noch, bis wir alle schlechten Ballannahmen abstellen können. Gut gelöst von Papp. Wanschak. Kötze, Sané. Die Idee war gerade direkt Pass, also den nochmal direkt zurück auf Nefkara zu legen. Hat leider nicht sollen sein. Kötze, top. Steht einfach richtig. Ballannahmen klappen hier noch nicht so stark, das Problem. Ter Aves, schön auf Bilal. Guter Pass. Vulay, drin das Ding. 1:0. Hat war schön gespielt. Das ist momentan unsere Stärke, das schön passen, das gut passen
und 1860 kommt auch direkt zum Abschluss. Stecken uns hier nicht, warum auch? Nulei mit Saisontor 4. Topschuss. Weil er sagt, der lohnt sich auch noch, den darf man auch nicht vergessen, auch wenn wir Gabriel haben, haben zwei torgefährliche Stürmer. Des, Sané, Wanschak, Sané, ja, schwacher Pass, mein Fehler. Klares Foul von Efgara an Rodriguez. Habe ich auch so gesehen. Ist okay. Efgara holt sich den zurück. Nandes. Kötze. Sané. Top-Pass, Nefkara! Immer noch Nefkara! Haben wir mal kurz Vollgas-Fußball gespielt und gezeigt, dass wir das können. Bilal. Nandes. Schwacher Pass. Herr Aves, warum der hier unten ist, weiß keine Sau. Bitte wieder nach oben verschwinden, danke. Schwach von Bilal. Der ist einfach in dieser Saison noch gar nicht drin, der junge 19-jährige Typ. Gefährlicher Pass, Max Kruse ist verletzt, Bilal, Ter Aves, Gulay, Ter Aves. Das war ziemlich dämlich und trotzdem kriegen wir den freien Stoß, das ist interessant, ich bin in seine Grätsche eigentlich reingelaufen. Suchen wir mal aus der Position ihn reinzuschießen. Max Kruse kommt wieder rein jetzt. Nandes, keine gute Ballannahme. Wolfsburg will uns früh stören. Immer diese läppisch gespielten Pässe, das ist ein Riesenproblem bei uns. Tarkowski, Blitzreflex. Aber davor viele dämliche Pässe von uns. Bilal überhaupt nicht drin, spielt ganz, ganz schwach. Abgefälscht von Papp. Steht einfach im Weg. Absolut nicht gut, was wir hier machen gerade. Wieder Bilal, wieder ein ganz, ganz miserabler Pass. Boah, ich kann mir das nicht mehr mit ansehen. Das ist grausam, was Bilal und Nandes da zusammen spielen. Schrecklicher Fußball.
Aber Wandschalk ist auch nicht besser. Momentan viel, viel Mist. Haufenweise schlechte Pässe. Tarkowski. Viele, viele schlechte Pässe auch weiterhin. Oh, wie hier. Boah, Schatz. Also Bieler hat's ja mal gar nicht aufgefallen. Er spielt richtig schlecht auf rechts. Von dem kommt weniger als gar nichts. Das ist schon geil, wenn man sowas sagen darf als Satz. Du bist raus, Kollege Turnschuh. Wolf kommt rein, der macht das deutlich besser dann doch. Wir bleiben weiter defensiv. Aber ich kann nicht mehr zulassen, dass die ganze Zeit Fehlpässe kommen, wie am Fließband aufgezogen. Also das ist echt shit. Kein Abseits! Kein Abseits! Und Wulai kann nicht passen! Der Shit, wie der Typ nicht passen kann! Ich weiß nicht, was Thiaves da die ganze Zeit vorne macht. Boah, das ist einfach nicht mehr zu fassen hier. Wulai geht raus, Gabriel kommt rein. Ist doch Gabriel, ne, der jetzt drin ist. Ja, ja. Und wir spielen trotzdem noch ganz akzeptabel, aber es passiert halt so viel Mist gerade auf dem Platz. Muss er rauskommen, Tarkowski mit Riesenfehler. Da hat er einfach nur Schwein, dass der nicht reingeht. Was auch immer das war. Wir sind mit dem 1:0 ganz zufrieden. Wolfsburg ist stärker jetzt in der Partie. Weil uns sowas gar nicht mehr gelingt. Das ist echt nicht gute Pässe. Und dann sind unsere Ballannahmen natürlich der Schrott. Das war richtig stark gespielt. Nefkara. Mann, er nimmt den Ball einfach zu schlecht mit und kommt einfach nicht in Tritt. Gabriel mit dem Versuch hier.
unglaublich. Kötze. Wieder Gabriel, aber der Pass von Efgara war schlecht. Der Aves auf Sané rübergelegt. Der Aves schlechte Ballannahmen. Und die Kötze hier. Kötze! Ach Mann, ich mein Gabriel. Der muss drin sein. Wir wechseln. Wanschak geht raus, De Jong kommt rein. Blockt er mich? Das war stark gespielt. Nefkara kann einfach nicht mehr. Meine Fresse. Da läuft er den ganzen Weg mit und dann am Ende geht ihm dann die Puste aus. Schwacher Ball. Ter Aves. Schon wieder ein schlechter Pass. Von Ter Aves. Der gefühlt 100. in der Partie. Der überhaupt nichts bringt, aber immerhin in der Defensive steht er stark. Aber Pässe nach vorne richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Der ist im Aus. Wieder einmal ein unglaublich schlechter Pass. Dragowski, Blitzreflex, abseits. Trotzdem Dragowski, dass er den gehabt hat. Das war schon echt geil. Mega Stellungsspielfehler. Das kann nicht wahr sein. Was ist lang für ein Riesenhornochse? Ich will ihn anpassen und er geht weg. Keine Chance. Was für ein Riesenhornochse der Typ da ist. Natürlich geben wir jetzt Gas. Natürlich ist das jetzt schlecht, was wir hier machen. Kötze, super Stellungsspielfehler. Das war kein Abseits. Gabriel. Gabriel, der ist drin. Ich fass es nicht. Und es ist der Aves, der vorher keinen Ball gepasst bekommen hat. Und dann Gabriel. Und vorher will ich lang anpassen und der geht weg. Genau in dem Moment, obwohl er genau weiß, hinter dem steht einer. Es ist egal, Gabriel. Und es ist vorbei. Last Minute Siegtor. Das war super gemacht von Ter Aves. Und Gabriel dann auch coolen Kopf bewahrt und den Ball versenkt. Da rege ich mich natürlich vorher zu Recht auf. Was, warum geht der denn weg? Hinter dem steht ein Verteidiger und der geht weg. Ein Stürmer und der geht weg. Und der lässt den einfach ziehen. Ein Riesenbockmist. Natürlich, warum passe ich den Ball auch so gefährlich dahin? Direkt vor mich.
Warum vergeht der auch weg? Oh mein Gott, das war von mir dumm und von ihm natürlich auch. Das war Doppelfail. A, er bewegt sich weg. B, ich mache einen gefährlichen Pass. Im Endeffekt ist nichts passiert. Dank Gabriel, Gott sei Dank. Dank Gabriel, Gott sei Dank ist nichts passiert. Top. Und hier ist das 1:0. Früh das 1:0 geschossen. Und wir bleiben weiterhin on top. 7 Spiele. Wir hätten es auch nicht verdient, unentschieden hier zu spielen. Wir waren besser über weite Strecken der Partie. Und das war einfach, wäre einfach unverdient gewesen. Dragowski hat gut gehalten. Er kann nichts machen bei dem Gegentor. Ist er gar nicht dran schuld. Ich bin dran schuld, dass ich den passe. Und natürlich lang, dass er einfach einen Schritt... Der geht da hinten! Der lässt ihm einfach den Weg offen. Hier, das ist natürlich auch gefährlich. Aber Dragowski mit Top-Reaktion. War aber auch abseits. Trotzdem top der Torhüter. Und hier stehe ich einfach im Weg. Handspiel. Aber egal, Papp ist immer da in der Verteidigung, kann für gar nichts was. Ist ein Top-Verteidiger von uns. Und dann ist Gabriel und der haut ihn daneben. Er weiß selbst, was für eine Riesengelegenheit das war. Und dann hier ist es natürlich... Auch der war, glaube ich, abseits. Ist aber egal, was für ein Monster-Reflex, auch wenn es kein Abseits war. Und dann hier das. Lang geht weg. Ich sehe das aber nicht, dass er weggeht. Habe keine Chance mehr, was zu machen. Schürle rein mit dem Ding. Super ärgerlich, super scheiße. Interessiert aber in dem Fall nicht. Denn dann kam der Pass von Ter Avis und Gabriel ist schnell. Und Gabriel macht es präzise. Und der Ball ist drin. Und das war das wichtige 2:1. Top, der Mann. Kommt der echt noch rein und trifft. Ah, Papp kann eigentlich wenig dafür. De Jong war richtig schwach dann am Ende. Ärgerlich. Egal, wir gewinnen 2:1. Und im Endeffekt zählt nur das Endergebnis. Nur die 3 Punkte. Und die haben uns geholt. Und damit bleiben wir weiterhin top in der Liga. So, Jesus, Ter Avis, Dragowski. Ist ja schön, dass du da auch mitmachst. Aber momentan würde ich gerne jemand anders nehmen. Sunny ist nicht mehr dabei. Ich würde dich auch gerne nochmal nehmen. Dazu packen. Mit Ter Avis zusammen und so. Top-Training. Gabriel kriegt auch Abschluss und Schusskraft drauf. Ist nah an der 72, genau wie Bilal. Sané fängt sich auch wieder an zu verbessern. Das ist alles super. Oh, als nächstes die Bayern. Die Bayern! In dem Fall relativ egal. Wir haben unseren Job gemacht. Haben wieder gepunktet. Bleiben damit sehr, sehr stabil. Den Mann können wir beobachten. Der Vertrag läuft auch aus. Den kriegen wir dann für nächstes Jahr gratis. Das wäre was. Müsste ich gar nicht bezahlen, außer das Gehalt. Das ist nicht schlecht. Ja, hast du. Was top. Top warst du. Gabriel noch keine Entwicklung, obwohl er schon anfängt zu pumpen. Bilal hat sich ja schon auf 71 verbessert. Ist nah in der 72 jetzt. Ter Avis. Natürlich 7 Millionen schon wert. 7,5 Millionen. Der Sané. Schau mal kurz unseren Kader. Ach, das wollte ich gar nicht. Teambericht für die Woche. Ja, die beiden sind natürlich top on fire. Kötze natürlich, der sich, der auch mal wieder gespielt werden muss, der auch mal wieder Gas geben muss. Nandes. Nandes, genau, den lasse ich momentan ja auch gar nicht mehr ran im Training. Kötze und Nandes muss ich unbedingt nochmal reintauschen. Efkara, Vulay, Gabriel fängt auch an zu pumpen. 6 Spiele, 6 Tore, top. Aber auch, Champions Trophy, ja gut, hat er ja 4 Spiele, 6 Tore gemacht. Nefkara, auch wieder mit einer Vorlage, nee, Sané, wieder mit einer Vorlage. Wanschak bleibt gut. Alles super gewesen. Hm.
Ja, es läuft einfach bei Jesus. Er hat ja dann auch noch wieder einen eingeknallt. Wieder eine herausragende Leistung. Das stimmt allerdings. Der Mann ist wirklich top. So, aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefgara, auf Legende und 1860 München. Und wir haben Wolfsburg Last Minute einen reingeklatscht. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Morgen sehen wir uns dann wieder gegen den FC Bayern. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Und wir hören uns morgen. Hier war euer Nefgara. Haut's rein, Leute. Ciao, ciao.